So. Zack. Jetzt mal richtig hier gebohnt. Das sollte also reichen. Noch schnell einen Fisch gegessen. Ah, die kann ich jetzt natürlich auch wegmachen. Hier wird zwar immer noch irgendwo Mobbiges rumspawnen, aber das dürfte jetzt zumindest etwas besser werden. Irgendwie will der hier nicht wachsen, kann das sein? Es ist ein Tigerwood, das war aber, da brauchte ich doch nur einen für. Ah, Okay. Ja, ich glaube, den werde ich noch ausbessern. Sieht das mal. Na schön. Ah, schönes Ende, kann man da fast noch sagen, oder? Ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht dann doch noch diese eine Folge durchaufnehme. Ja, ich glaube, die nehme ich sogar noch mal mit auf. Dann habe ich eine für den Montag in einer Woche dann doch die Folge mit. Und dann geht's auch langsam auf Weihnachten zu. Ich muss ja eh, oh weia, für die Weihnachtszeit muss ich ja vorproduzieren. Das wird noch ein kleines Meisterwerk, das alles zu planen. Dementsprechend ziehen wir es jetzt dann nochmal durch, diese eine Folge. Die paar Minuten kriegen wir noch hin. Im schlimmsten Fall läuft die Festplatte voll. Das merke ich dann irgendwann, wenn die Aufnahme abbricht. Das, toi, 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 das seit Survive nicht mehr passiert ist. So, Baum. Schick hier. An sich könnte man hier auch einen kleinen Bienenkasten hinsetzen. Apiary, damit dann hier auch so ein paar Bienen rumschwirren. Jetzt mal überlegen, was könnte man da noch für Bäume hinsetzen. Drachenfrucht. Ein Sakura-Baum wäre vielleicht noch ganz nett. Amaranth. Und Eukalyptus, wenn wir schon dabei sind. Nehmen wir doch mal das auch noch mit. So. Zumindest ist es nicht... Ah, stimmt, hier komme ich ja noch durch. Ha, ha, ha. Zumindest ist es jetzt nicht mehr ganz so gemobbelt. Apropos Mobs. Ja doch, des Nachts habe ich sie auch gesehen, oder? Ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt auch nicht verstanden, warum ich denn auf einmal im falschen Modus gewesen wäre. Das hätte ich echt nicht verstanden. So, wo können wir den mal hinsetzen? Ach komm, wachse, wachse! Was kann doch nicht angehen? Mano! Okay, komm, mein Sakura, komm herbei. Ja, oh, schöner, großer auch, das gefällt. Und der Eukalyptus könnte auch etwas größer ausfallen. Ich hoffe, der passt hier hin. Yeah, er passt. Ist eigentlich nur hier fehlt irgendwie noch was, ne? Hier, ja. Aber das sieht doch schon mal ganz schnieke aus. Mal gucken, was könnte man da nochmal für ein Bäumchen hinpflanzen? Daher, auch wenn ihr Fragen habt oder so, ruhig stellen. Es ist ja jetzt halt relativ zeitnah immer, dass ich aufnehme, außer halt, wie gesagt, die Feiertage, die ich ein bisschen überspringen muss. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder so, ruhig raus damit, würde mich freuen. Auch Anregungen etc. Pep, hey, oh, da haben wir auch mal einen ganzen Stack voll. Das sieht auch schon gut aus, das sieht auch gut aus. Da müssen wir gleich mal vielleicht nach hinten gehen und noch ein bisschen was anpflanzen von denen, wo ich hier weiß, was es ist zumindest. Ach ja, was könnten wir jetzt noch setmäßig? Aus Poesburg. Ich möchte ja fast noch ein Kanopi da irgendwo zwischensetzen. Und ein Silverbell. Ja. Und vielleicht noch ein Amaranth. Das sollte aussehen. Brauche ich zwar nicht mehr viel Bohnenmehl, aber mal gucken, ob es reicht. Mal gucken, ob das reicht. Wo könnte man dich denn hinstellen? Du wirst ja relativ groß. Du dürftest also hier eigentlich keine Wachstumsprobleme haben. Wir machen uns unseren eigenen Dschungel hier. Silverbell ist ja eher was Kleineres, Bescheideneres. Das wäre doch ein schönes Stückchen hier. Ja! Und den Amaranth als Krönung hierhin. Nein! Er ist nicht gewachsen! Er ist nicht gewachsen! Wachse!
Wir brauchen noch mehr Bone Meal. Haben wir jetzt zum Glück noch ein kleines bisschen Zeit. Achso, Beerenbüsche. Was haben wir da überhaupt? Blaubeeren, ne? Das sieht nach Blaubeeren aus. Jo, Blueberries. Blim, 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 blim. Blaubeeren. Mal gucken, habe ich denn die Beerenbüsche hingeballert? Das ist eine gute Frage. Wo hat da die Beerenbüsche? Hier haben wir auf jeden Fall die Beeren. Beerenbüsche, Beerenbüsche. Ja, hier muss ich auch mal weiter dekorieren und einrichten. Müsste ich auch noch so ein bisschen machen. Eieiei. So viel zu tun, so viel zu tun. No. Mallowberry. Klingt nach was anderem. Klingt so, als hätte ich das noch nicht gehabt. Raspberry hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Nein, nein, nein. Die Frage ist ja auch noch, wer weiß, ob ich nicht irgendwo in irgendeinem Rucksack noch einen Haufen Kram rumfliegen habe. Ansonsten müssten wir mal gucken. Bone Meal. Puh. Und recht. Bone Meal. Habe ich hier Knochen irgendwo vielleicht mitgebracht schon? Ach, das sind nur Blumen. Sonst wollte ich gerade sagen, Saplings? Nein, das sind ja nur Blumen. Den müssen wir vielleicht auch mal gehen in Twilight Forest gucken, ob wir da vielleicht noch andere Bäume finden, die mir durch die Lappen gegangen sind. So. Zack. Rabems. So, das sollte erstmal reichen. Wieder an Bone Meal. Können wir die Büsche hier, ich weiß gar nicht, ob man die auch damit pimpen kann. Aber jetzt pimpen wir erstmal den da. Und wenn ich einen ganzen Stack in dich reinhauen muss. Dann sieht das aus, als müsste ich das sogar. Das kann doch nicht angehen. Hast hier doch eigentlich genug Platz, oder nicht, du böses Dingo? Gott, es sind keine kleinen Bäume, ne? Aber manches Mal sind es richtige Primadonnen. Ja, das konnte da ein weiter vorne nicht wachsen. Na, Haare, 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 Haare. So, müssen wir mal gucken. So, Blueberries. Mellowberry. Drei. Können wir hier schon. Na, komm. So. Raspberry. Nein! Funktioniert das? Jo, das funktioniert sogar. Das ist natürlich schön, wenn das direkt klappt hier. Komm, wachset, wachset! Upsala! Egal, die können wir mitnehmen. Das ist ein Obstbäumchen. Die will ich nämlich auch noch eigentlich versuchen, allein zu pflanzen. Was haben wir denn da? Einen Orangenbaum! Ja, den One Piece Orangenbaum! Wo könnte man den hier mal hinbauen? Ah, verdammte Nase. Ich müsste die Nase auch putzen. Jetzt müssten wir ja eigentlich ein Schiff hier vorne ins Meer bauen, in die Flying Lamp und dort einen Orangenbaum draufsetzen, ne? Nein, ich baue keine Schiffe mehr. Niemals wieder ein Schiff. Das Graus habe ich mir für die Playshow-Welt schon mal angetan. Nimmer mehr. So, wips. Es könnte nicht wahr sein. Ey, Mann, du hast doch genug Platz, du kleines... Also, irgendwie mögen mich die Dinger nicht so gerne. Kann das sein? Ist scheißegal, jetzt bleibst du da stehen. Ob du wächst oder nicht. Hatte ich gehofft, da hätten wir hier noch gleich richtig schön Orangenbaum stehen. Aber eigentlich, hier müsste doch mehr als genug Platz sein. So. Hm. Gib auch nicht auf, ne? Tja, bleibt er da jetzt stehen. Soll's mir recht sein. Und den Peachbaum. Da müssen wir mal eine richtige Baumplantage. Jetzt keine automatische, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Sondern aber trotzdem mal, müssen wir mal bauen. Habe ich eigentlich noch so einen orangen Baum-Sapling? Walnut, Dragonfruit. Schade, ein Peach. Also einen Orangen haben wir nur einen einzigen jetzt sogar gehabt. So, na, 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 na.
Na gut. Na gut, na gut. Aber ein bisschen schöner sieht's aus, sollen die Bäume passen hier doch sehr gut hin. So, wie sieht's hier aus? Kann ich was ernten? Oh ja, er ist gewachsen. So, jetzt könnte er aufwachsen. Aber hier ein paar schöne Bäume. Man muss auch mal gucken. Vielleicht mache ich die doppelreihig oder irgendwie so. Schauen wir mal, kicken wir mal. Das hat ja alles Zeit. Erstmal was abwarten, was da direkt dran wächst. Und was es hier noch alles zu entdecken gibt. Möchte ich noch irgendwo Hecke ziehen? Eine kleine Sichtschutzhecke. Ja, hier könnte man... Ah! Das lerne ich auch nicht mehr. Zur Zeit verhaue ich mich immer wieder mit der Escape-Taste. So. Wie machen wir das denn mal? Ja, wie machen wir das denn mal? Wir haben ja genug Erde hier. Zack, zack. Nein, du warst zu viel. So. Ja, so kann man es, glaube ich, anbieten. Ist hier eigentlich... Ja, das ist sogar richtig gemacht. Nein, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich ertrinke, ich ertrinke. Lass mich raus da. So, dann haben wir hier überall schön gehackt. Jetzt überlege ich gerade, hier vielleicht doch einen Durchgang lassen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht die bessere Idee. So sieht es aber ganz schnieke aus. Wie viel haben wir noch? 5 haben wir noch. Könnte man ja vielleicht mal gucken. Hier so 1, 2, 3, 1, 2. Jetzt fehlt mir natürlich einer wieder. Einer fehlt noch. Einer fehlt. Ja, einer fehlt immer, Katze, ne? Den holen wir uns dann gleich noch schnell schlafen dabei. Nochmal eine schöne Runde. Und dann haben wir das, glaube ich, auch geschafft. Das war die 8. Brauche ich einen Satz. Und dann gehen wir noch, glaube ich, noch hinten im Garten ein bisschen gärtnern. Pflanzen wir noch ein paar Felderchen an. Mal schauen, was überhaupt. Jo! Ja, brr. Da sagt die Katze mal wieder was Wahres. Ja, brr, ist es draußen inzwischen. Es wird immer kühler. Es soll jetzt auch ein Sturm dieses Wochenende kommen. Naja, wenn ihr die Folge hier seht, ist das schon eine Woche vorbei. Ach ja, erstmal das. Ich glaube, mehr schaffe ich dann sogar gar nicht mehr, denn dann sind wir dann doch durch mit der Aufnahme. Ja, durch bist du. Ich weiß, dass ich durch bin. So. So. Ja. Ist doch ganz nett eigentlich hier. Also man muss ja zugeben, wir haben hier uns ein nettes Anwesen inzwischen zusammengebaut. So, mal gucken, ob man da vielleicht auch noch irgendwie Hecke zieht. So, hier außen lang zum Beispiel. Querbeet. Würde die hier wachsen? Zack, zack. Das würde auch das Problem hier beseitigen wahrscheinlich. Ja. Und wir sehen zumindest dann auch direkt, wo wir hier durchgehen können. Das ist doch gut. Dann könnte man vielleicht noch den Gehweg in diesen einen Block hier erweitern. Habe ich noch? Habe ich sogar noch. So. Und so. Und dann noch schnell das hier gemacht. Und dann beim nächsten Mal werde ich vielleicht dann hier schon alles angepflanzt haben. Den Rest muss man mal gucken, wie es mir die Zeit erlaubt, beziehungsweise da ich ja jetzt auch, wie gesagt, wegen der Weihnachtszeit ein bisschen auf Vorrat dann wieder aufnehmen muss, nicht so viel wie, also keine 100 Folgen, das wird nicht sein. Aber so ein, zwei, so, das heißt, jetzt hole ich nochmal schnell einmal Laub. Und dann ist das hier auch erledigt. Durch da, nein! Man versucht es immer wieder und man scheitert doch am Zaun. So, die 8 brauchen wir nochmal. Gucken, gucken, gucken. Und dann, oh ja, dann bin ich auch froh, wenn ich meine Aufnahmepause für heute machen kann. Mich dann nur noch jetzt ums Rendern und Schneiden kümmern darf.
Ich glaube, das Erste, was ich jetzt dann hier nach mache, ist erstmal eine heiße Dusche nehmen. Eine richtig schöne heiße Dusche. Oh. Ja, ich weiß, Gamer duschen nicht. Die haben eine gesunde Kruste, die alles abhält. Aber ich dusche. So, zack, sieht gut aus. Gefällt. Hallo, Tintenfisch. So, man könnte eigentlich nochmal so ein abschweifender Blick, aber naja, das mache ich jetzt mal nicht. Man könnte mal wieder so von oben eine schöne Aufnahme machen. Wie hier doch jetzt inzwischen alles aussieht. Ist halt die Frage, vielleicht baue ich hier dann auch noch ein bisschen an, dass ich die Hecke hier noch komplett einmal durch rumziehe. Dürfte gar nicht so viel sein, was dafür nötig ist. Nee, es hält sich echt in Grenzen. Die Reihe wird halt schwinden, aber na gut. Das alles und viel mehr beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, allein mit dem Biest. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für positive Bewertungen, für Kommentare, fürs Weiterempfehlen, fürs Vorbeischauen auf Twitter, auf Facebook, auf dem Kanal, bla bla bla. Genau. Und da sagen die Katze und ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.